Erstmal seit 15 Jahren haben die Eilenburger mal wieder vor einem Auswärtsspiel übernachtet. Sascha Prüfer und seine Männer haben 14 Doppelzimmer in einer Greifswalder Jugendherberge bezogen. Das stärkt den Zusammenhalt und auf den wird es auch ankommen bei der Mission Klassenerhalt. Greifswald mit Trainer Lars Fuchs hat letzte Saison als Aufsteiger die Klasse gehalten. Sie haben sich namhaft verstärkt, wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das ist einer der 13-9, Niklas Brandt. Schöner Diagonalball. Fahr wird nicht unter Druck gesetzt und er sieht Benjamina! 1-0! Benjamina, der 33-Jährige, letzte Saison bester Greifswalder Torschütze, setzt sich mühelos durch gegen Eilenburgs neuen Verteidiger Seidel, weil er einfach besser zum Ball steht. Eilenburgs Kapitän Andreas Naumann, der erste Nackenschlag nach 7 Minuten und sein Team lässt sich weiter von den Greifswaldern hinten reindrücken. Das ist Kratzer. Eilenburg vermeidet erneut den Zweikampf. Koskun, der Ex-Zwickauer, auf Egelseder. Klare Lufthoheit für die Greifswalder. Mike Egelseder wechselte von Lok Leipzig an die Ostseeküste. 24. Minute, das Duell zwischen Tom Weiland gegen Eilenburgs Kretzer. Weilands Erfahrung, 175 mal zweite Liga Kretzers, 118 mal Oberliga. Kretzer bleibt gut dran, aber diese Drehung tut richtig weh. 2-0. Mike Egelseder für Lok letzte Saison einmal getroffen, für Greifswald nun auch schon. Die individuelle Klasse des GFC macht den Unterschied. Egelseder dann völlig frei. Die Zuordnung stimmt überhaupt nicht. Eilenburg auch nur mit einer Mini-Vorbereitung. Gerade einmal gut 3 Wochen haben sie sich Zeit genommen. Dazu fehlen heute auch noch einige Stammkräfte verletzt. Der Aufsteiger aber jetzt etwas mutiger. Bunge stört energischer. Jakubow kam vom Chemnitzer FC. Kretzer, super Aktion. Und Bunge, beste Chance Eilenburg. Tim Bunge seit 4 Jahren beim FC, hat den besten Abschluss im Team. Jakubow aber mit klasse Parade. Kurz vor der Pause. Weiland, seine Zweitligastationen Kiel, Rostock, Fürth und Bochum. Was für ein genialer Ball. Der hebelt das ganze Eilenburger Mittelfeld aus. Elias Kratzer, der neue aus Fürth mit dem 3-0. Greifswald gnadenlos. Weilands Ball huscht durch, weil Seidel sich fair und Kratzers Schnelligkeit unterschätzt. Dann ist es für Jarosch schwer zu verteidigen. Und Kratzer macht's allein und macht's ganz stark. Eine ernüchternde erste Hälfte für die Fans aus Eilenburg. Zweite Halbzeit. Die Nordsachsen versuchen es wieder mit frühem Anlaufen. Rücker, gute Balleroberung. Dann Baumann mit viel Selbstvertrauen unterwegs. Und das ist Bunge! Auffälligster Eilenburger, seine zweite gute Möglichkeit in diesem Spiel. Knappe Stunde vorbei, schneller Einwurf. Und dann fällt Rücker. Schiedsrichter Vierock zeigt sofort auf den Punkt. Richtige Entscheidung. Bunge gegen Jakubow. Der hält im Schnitt jeden zweiten Elfmeter. Aber nicht den. Tim Bunge, seine dritte Chance nutzt er. Vor 2 Jahren gelang ihm in der Regionalliga für Eilenburg gerade mal ein Tor. Diese Quote hat er nun schon erreicht. Die letzten Minuten. Eilenburg macht das Spiel, aber es fehlt die Durchschlagskraft. Das war's. Der FC Eilenburg verliert gegen einen starken Gegner seinen Saisonauftakt mit 1-3.